Ja, hallo Freunde. Lasst uns einmal hier über die Filterkaffeemaschine von WMF sprechen. Und zwar Modellbezeichnung ist Lumero. Gibt es mit Glaskanne, bekommt ihr aber auch mit einer Thermoskanne. Wobei ich kein Freund von Thermoskannen bin. Ich glaube, ich habe es schon in hunderten von Videos erwähnt, weil das Thema ist, es schmeckt einfach nicht aus einer Thermoskanne. Das ist meine persönliche Meinung. Müsst ihr nicht so übernehmen. So, sprechen wir mal kurz über ein paar Dinge. Kabellänge habt ihr hier 90 cm, also 10 cm mehr als Küchengeräte üblich an der Stelle. Ja. Und sprechen wir über die Kaffeekanne direkt als allererstes, und zwar 350 Gramm, sehr schön leicht gehandelt, dünnes Glas. Dünnes Glas hat immer den riesengroßen Vorteil an der Stelle, dass es den Kaffee nicht abkühlt, ja, weil je dicker ein Material ist, je dicker eine Tasse ist, umso mehr entzieht sie natürlich der Flüssigkeit nachher Wärme, ne, wenn es kalt ist. Ich denke, das ist auch klar. So, und dann habt ihr hier eine sehr, sehr schöne Heizplatte. Die ist auch nochmal, wenn ihr das Ganze hier reinbringt, ne, steht die Kanne auch wirklich toll, und das läuft super, super flüssig. Also, das kann ich euch sagen, das macht schon haptisch, also eine Riesenfreude, das hier zu handeln. So, Nachteil, natürlich hier etwas hochglänzend. Ich kann euch aber sagen, ich habe das schon hier ganz oft in der Hand gehabt. Also, es nimmt das Material hier, nimmt kaum Touchflecken an. Das andere Material hier ist natürlich dieses WMF Chromagar, ne, wo die ein Patent drauf haben. Bin ich nicht immer mit zufrieden. Also habe ein Besteckset gehabt, von denen auch rein bewertungstechnisch eben halt als Testartikel bekommen. Habe ich mit ein oder zwei Sternen bewertet, weil Flugrost und so weiter und so fort hat nicht gefallen. Ja, aber hier gefällt das Ganze sehr, sehr gut. So, was den Filter anbelangt, auch das ist schön gemacht, ne? Könnt ihr das Ganze hier oben einmal drücken, ja, und dann habt das auf. So. Der Wassertank, seht ihr, 10 Tassen, ne, ist immer völliger Blödsinn. Ihr habt 1,25 Liter, und eine normale, handelsübliche kleine Tasse hat 125 Milliliter, ne, wenn er sie nicht überfüllt. Und dementsprechend gibt das Ganze hier 10 Tassen. So, ihr habt bei der ganzen Geschichte noch viel, viel mehr. Und zwar gibt es hier noch eine LED-Randbeleuchtung. Die zeige ich euch später natürlich dann noch, wenn wir es eingeschaltet haben. Ihr könnt den Wassertank abnehmen, ist aber gar nicht nötig. Warum? Weil ihr hier mal richtig gut und schlau gemacht den gesamten Deckel einfach abheben können. So, und jetzt bin ich als Linkshänder auch ausnahmsweise mal zufrieden, weil man kann es hier von allen Seiten einschütten, ne? Das ist das Thema, immer mit diesen anderen Geschichten, wo dann der Einfüllschutz rechts, links ist und so weiter und so fort, passt das immer nicht so ganz. So, zur Platte wollte ich noch mal eben ganz kurz was sagen, fällt mir ein, und zwar die bessere Variante, das Ganze hier so aus, ne, ja, Edelstahlgeschichte zu fahren. Da habe ich zwar jetzt nicht gereinigt, aber von heute Morgen an, aber ihr seht, ne, das war hier beschichtet, und wenn man dann eben halt dort sich was einbrennt, man geht mit einer rauen Geschichte drüber, dann sieht das nachher auch irgendwann nicht mehr schön aus. Das hier ist die bessere Variante. Zum Timer und so weiter einstellen kommen wir gleich, aber nochmal, LED-Beleuchtung mache ich direkt mit euch einmal am Anfang, habt das gesehen. Plus Minus drücken hier an der Stelle im Standby-Modus. Ja, und dann ist das Ganze hier unten an, könnt ihr hoffentlich erkennen. Ich habe sehr, sehr viel Licht hier, damit das Video ordentlich wird. Und wenn ihr das gemacht habt, plus minus nochmal gedrückt, 3 Sekunden lang, so, dann könnt ihr das hier mit plus minus verstellen oder auch ganz ausschalten, wenn euch das stört. Ja, also das geht, dann habt ihr schon mal eine Funktion hier gesehen. Und ich stelle euch später mal lichttechnisch ein bisschen so auf normales Küchenlicht runter. Mit der Gefahr, dass die Kamera verrauscht, damit ihr auch das einmal gesehen habt, wie gut das aussieht. So, den Wassertank könnt ihr, wenn ihr das dann wirklich wollt, theoretisch auch einmal hier abnehmen. Ja, also auch das geht. Ich sehe jetzt keinen Sinn darin, ne, weil, wie gesagt, wir haben hier den Deckel. Warum soll ich das Ding dann abnehmen? Kann ich dann mit der Kanne dann auch hier wieder befüllen. Aber wer es unterm Wasserkran machen will, sonst was. So, hier oben habe ich euch gezeigt, ne, also die Geschichte mit unserem Filter. Das Ganze läuft gut, weil da jetzt kein Wasser drin ist, kann man, ist sitzt straff, ne, kriege ich das so nicht zu, muss ich einmal hier so drücken. Aber ihr seht, es rastet ordentlich ein. So, dann gibt es natürlich nochmal den inneren Filter, kein Permanentfilter. Hier braucht man natürlich dann Kaffeefilter 1x4, und ihr seht, wie so häufig und wie üblich ist auch hier wieder mal noch ein Kaffeemesslöffel dabei. Ja, also, bis hierhin gefällt's. Ich hole mal ein bisschen Luft, und dann sprechen wir kurz mal eben hier über das Einstellungsmenü. So, nein, ich habe gedacht, während wir spülen, können wir hier an der Stelle auch nochmal einmal hergehen und noch einmal das Gerät von hinten anschauen, ne? Also hier gibt es nichts Besonderes. Hier ist eben halt im Endeffekt Wassertank, unten hier Kabelauslass und ja, fertig, ne? Der Wassertank, seht ihr hier, hat hier übrigens einen Griff, braucht also nicht so nehmen, wie ich das hier gerade gemacht habe, sondern der ist natürlich wieder für Rechtshänder spezifisch. Ja, also das nochmal zu meinen, tatsächlich mal die Kamera wechsle ich mal, ne, mit der rechten Hand so zu greifen.
So, 16.02 Uhr und ich hatte hier schon mal vorgewählt eine Uhrzeit, und zwar wenn ihr einmal auf den Timer geht hier, ja, will ich euch auch eben zeigen, und dann einmal auf On, dann hat er eben halt hier oben dann auch den Timer drin. 16.05 Uhr hatte ich eingestellt, lang gedrückt halten, dann nehmt ihr die Stunden mit und ansonsten eben halt Minuten, eben halt was langsam gedrückt halten und so weiter. Passt also, funktioniert einwandfrei. Wir haben noch 2 Minuten. Ich habe 6 Messlöffel, ja, das was ich immer tue, reingepackt, allerdings hier bei 1,25 Liter eben halt nur leicht gehäufte, wohingegen ich da bei 1,4 Liter mal 6 stark gehäufte Löffel nehme. Das mache ich auch testmäßig immer mit euch, die Leute, die regelmäßig meine Videos gucken, immer dieselben Versuche. Die Glaskanne habe ich einmal kalt ausgespült, die ist wieder komplett kalt, ja. Das Thema ist eben halt, dass wir hier natürlich gleich auch nochmal die Temperatur messen wollen. Ich habe schon meine Wunschtemperatur hier drin. Dazu sage ich euch gleich was, ob wir da hinkommen, ob wir das erreichen. Wir warten jetzt nochmal die 2 Minuten und ich nehme euch mit, wenn er sich einschaltet, damit ihr auch gesehen habt, ob das auch das funktioniert. Okay. So, während wir warten, kann ich noch sagen, ich habe hier mal was gemessen. Ne? Wenn ihr das also ausfahrt, den Filter rausholt, dann habt ihr 33 cm in der Stellbreite, die ihr braucht. Und ich denke mal, 50er Arbeitsplatte in der Tiefe reicht, damit ihr auch dieses Maß habt. Viele fragen immer, okay, passt das noch dahin? Ne? Ihr müsst dann denken, das muss ja aufgemacht werden, dann geht es ungefähr bis hier. Und das sind 33 cm. Habt ihr das auch so? Ich denke mal, wir sind gleich durch. Also bisher macht die Maschine wirklich Spaß, ist das, was man sagen kann. Ja, alles in allem, also Uhrzeit einstellen, einfach mal 3 Sekunden die Uhr drücken und dann eben halt mit Plus, Minus, mehr gibt es ja da nicht, nur die Uhrzeit einstellen. Dann den Timer einmal kurz drücken, dann kommt der Timer, könnt ihr den einstellen mit Plus, Minus, und wenn ihr ihn aktivieren wollt, dann hier unten drunter. Wir sehen 16.05 Uhr und es geht los. Ja? So, Prüfvorgang an der Stelle. Stelle ich jetzt mal eben kurz die Uhr und sage euch später Bescheid, wie lange es gedauert hat. So, die letzten Minuten laufen, oder die letzten Tropfen laufen so, und wir sind bei 10 Minuten. Ja, das mal hier an der Stelle zur Brühzeit, und das ist gut. Was alles, was so in Richtung 15 Minuten geht, sage ich, ist übertrieben. Das ist schon, ne, muss man nicht haben. Aber hier 10 Minuten ist eine tolle Zeit. Das passt. So, okay. Ich habe extra nochmal das Licht weggestellt, damit ihr auch hier nochmal die Umrandung seht. Ihr müsst aber wissen, die Kamera fokussiert hier das weiße Licht, ne? Und ich habe es mal so ein bisschen quergestellt, weil so sieht es an für sich am besten aus, wenn ihr das also wirklich dann, ne, auf eurer Arbeitsplatte so querstellt, so wie hier. Dann habt ihr ungefähr so einen Platzbedarf von, ja, 45 Zentimeter, ne? Das vielleicht auch nochmal dazu. Okay, dann machen wir jetzt aber als allererstes ein Piepen, habe ich nicht gehört an der Stelle, ja. Ihr seht aber, wir sind, die 10 Tasten sind voll. Wir sollten durch sein. Vielleicht hören wir gleich noch ein Piepen, aber wir haben ja hier Tropfstopp. Und wir machen jetzt mal als allererstes Folgendes und packen mal hier das Thermometer rein. Ja, schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Und zwar hier, dass wir hier irgendwo in der Mitte der Kanne liegen. So. Und dann schauen wir an der Stelle mal, ob wir auf mein Wunschgewicht hier, Wunschgewicht. Ja, Wunschgewicht ist auch so ein Thema. Nein, ob wir auf meine Wunschtemperatur kommen. Diese wäre hier, ihr seht es hier, ne, wir kommen so langsam in den grünen Bereich rein, die wäre bei 85 Grad. Das dürft ihr nicht vergessen, dass wir auch hier jetzt natürlich schon auf der kalten Arbeitsplatte stehen, 83, ja, 84. Ja, Leute, komm, Chaka, wir schaffen das noch irgendwo, ja. Oh nee, den Spruch sollte ich auch besser nicht machen, fällt mir gerade ein. Der ist auch mittlerweile teilweise negativ behaftet. Aber man soll auch in solchen Rezensionen nicht über Politik und Religion und so weiter sprechen. Also 84 Grad passt, Leute. Ja? Das Thema ist nämlich, wenn ihr das Ganze dann hier in die kalte Tasse schüttet, ja, deswegen muss das Ergebnis bei einer Filterkaffeemaschine im Gegensatz hier zu so einem Kaffeevollautomaten ein anderes sein. Beim Kaffeevollautomaten kann man natürlich nur in der Kaffeetasse messen und da sollten es 75 Grad ergeben. Und das ist auch das Thema. Und deswegen machen wir jetzt hier einmal auch die Ausschüttung gemeinsam, weil das Thema ist natürlich hier Kaffeekanne Tülle. Ne? Ja, so, wir schütten es mal wirklich von hier oben ein und schauen uns da mal an, okay, tropft es nach, tropft es nicht nach, nein, tropft nicht nach, weil nichts ist ärgerlicher, und wir machen es jetzt wirklich mal aus einer richtig schönen Höhe hier, ja, als wenn ihr an der Stelle eben halt, wenn sowas zum Nachtropfen neigt, das ist ja immer wieder ärgerlich und Tropfen hier, Tropfen da, und dann läuft es dann die Kanne runter und solche Geschichten. So, und das, was ich gesagt habe, seht ihr auch hier, ne? Ja, hier 73 Grad, alles 70, 75 ist hier völlig in Ordnung. Ja, und jetzt kann man hier natürlich, weil das Thermometer hat jetzt hier unten an der kalten Tasse gelegen, ne, noch ein bisschen rühren. Aber Leute, 73, 74 Grad, genau das Thema, was es war.
85 Grad solltet ihr immer mal wieder nachmessen, solltet ihr hier erreichen, dann ist das top. Und wir hatten 84 Grad, also passt. Ja, Kaffee probiere ich jetzt mal, aber ich denke, ihr könnt schon sehen, ne, dass das schon sehr, sehr schwarz, wunderbar ist, gefällt. Okay, ja, der Kaffee ist exzellent und ich glaube nicht, dass man ihn besser machen kann. Ihr habt hier unten übrigens das mal zum Brühen, also was der Wasserauslass anbelangt, gibt es also eine runde Geschichte, wo das Wasser rauskommt mit eben halt mehreren Öffnungen, so dass es leicht brausetechnisch ist, ist aber keine Brausetechnologie, wie man ihn zum Beispiel von Russell Hobbs kennt, wo das Ganze dann über das gesamte Mehl geht, ne, sondern hier natürlich wieder nur mittig, aber durch die Stöße und so weiter verteilt sich das ganz gut, also es läuft. So, damit ihr das auch noch mal ein bisschen nachvollziehen könnt oder zumindest mal hören könnt, wie laut ist die Maschine und so weiter, machen wir jetzt noch eine halbe Kanne. Und bei der halben Kanne aktivieren wir mal die Aromafunktion, weil die wird eigentlich so beschrieben, dass man sagt, okay, wenn ihr geringere Mengen macht, ja, dann soll das Ganze was bringen. Ich glaube nicht, dass man das noch besser machen kann als das, was da in der Tasse gelandet ist aktuell. Aber wir versuchen es mal und schalten mal die Aromafunktion ein. Die könnt ihr übrigens auch beim Programmieren, wenn ihr also macht, wie ich es gerade gemacht habe, eben halt, ne, dann hier oben Timer. Und dann bevor ihr aktiviert, dann einmal noch die Aromataste drücken, dann ist die auch mit drin. Also lässt sich auch per Timer aktivieren. Das mal dazu. So, Freunde, Aromafunktion. Und zwar bin ich hier gegangen. 6 Tassen, ne, bei 10 Tassen, ihr erinnert euch, hatte ich 6 leicht gehäufte Messlöffel. Hier habe ich jetzt tatsächlich nur 3 reingepackt, weil ich wirklich mal schauen will mit der Aromafunktion. Okay, komm, bringt das was? Weil wenn ich jetzt hier auch wieder auf 10, ne, entsprechend, dann hätte ich also etwas mehr natürlich reinpacken. Bei 5 Tassen 3 Messlöffel, ich denke, das ist klar, also etwas mehr, noch einen halben Löffel oben drauf packen. Habe ich nicht gemacht, sondern wir gehen jetzt wirklich einmal her und schauen mal, dass wir hier die Aromataste aktiviert bekommen und gehen dann auf Start. Ja, und auch hier nehme ich nochmal an der Stelle die Uhrzeit und sage euch dann, okay, was brauchst du denn bei so einer halben Kanne hier? Ne, weil interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Ja, lautstärkentechnisch wie jede andere Filterkaffeemaschine auch. Das vielleicht nochmal dazu am Rande. Also, da tut sich überhaupt nichts. Ich nehme euch ganz zum Schluss nachher nochmal mit, wenn ich da so, bevor wir hier irgendwo, wenn wir da so bei 5 Tassen sind, dann könnt ihr das auch nochmal hören, das letzte Blubbern, ne? Wie üblich praktisch. Ja. Aber ihr hört, ne, dass es ja immer schwallartig nach oben kommt, das ist ja auch eigentlich fast typisch. Ja. Und dann dadurch eben halt das Wasser hier natürlich auch rausspritzt und dann eben halt sehr schön auch gut verteilt wird. Das ist so ein Thema, ne? Wenn es zu gleichmäßig läuft, ist das nichts. So, Freunde, das, was meine ursprüngliche Vermutung war, findet auch hier statt. Das ist die ganze Aromatherapie, so will ich das mal nennen. Und zwar wird dann langsamer gebrüht. Das könnt ihr hier erkennen, dass wir jetzt also hier schon Tendenz gleich 8 Minuten, bis die letzten Tropfen drin sind. Ne? Ihr seht also, es tropft hier an der Stelle noch nach. Wir sind gleich bei den 6. Das ist das ganze Thema, was hier gemacht wird. Langsamer brühen. Weil ansonsten, wenn man das direkt von Anfang an machen will, gäbe es ja wieder Beschwerden, 15 Minuten viel zu lang und so weiter und so fort. Deswegen sagt man, okay, du kannst eine Aromafunktion einstellen, dann musst du halt damit rechnen, dass es lange dauert, aber dafür wird natürlich auch hier vom Aroma mehr extrahiert, weil es langsamer geht. Das ist das Thema. Okay, dann schauen wir auch nochmal hier nochmal ganz kurz rein. Und zwar füllen wir auch hier einmal die Tasse, wie eben auch, ja. So, ich habe schon wieder okay gesagt und Google will wieder was von mir. So, aber hier, Leute, es passt, ne? Ich denke, das könnt ihr schon rein jetzt auch von der Stärke her sehen. Ich probiere nochmal und dann ziehe ich mal ein kurzes Fazit. Ja, Freunde, also nochmal zum Kaffee. Exzellent, auch jetzt bei der geringeren Menge, ist mir aber auch schon vorher im Brühvorgang aufgefallen, dass ich auch da hätte ich also einen Löffel weniger nehmen können und wäre immer noch gut bedient gewesen mit dem Kaffee, also wirklich tolles Aroma, tolle Kaffeestärke, passt alles. Ja, lasst uns ein Fazit ziehen. Ich stelle das Licht hier noch mal ein bisschen weg, dann seht ihr auch noch einmal sehen können, okay, es geht wirklich einmal rundum, gefällt sehr, sehr gut, nettes Feature, also wirklich ganz toll gemacht. Ich nehme das Licht wieder dazu, damit ihr ein bisschen was erkennen könnt. Ja, lasst uns festhalten, hier oben. Das ist natürlich auch so ein Thema, wenn ihr einen Timer habt, ja, und das natürlich einen Abend vorher einfüllt hier oder Nachmittag, späten Nachmittag, wann auch immer, einen Tag vorher, dann habt ihr hier natürlich die Geschichte, dass ihr hier das Ganze schön dicht abgeschlossen habt, hermetisch, dass das wirklich hier einrastet, zu ist, hier einmal hermetisch geschlossen, abgeschlossen ist, ja, und ihr habt auch hier gesehen, dass hier keine Entwicklung da ist in Richtung Dampf,
Ja, es ist schön heiß. Die Platte ist übrigens auch sehr, sehr heiß an der Stelle. Ja, können wir gerne mal hier thermometertechnisch vielleicht auch noch mal eben ganz kurz draufhalten. Also auch das, auch der Kaffee, das traut man der Maschine zu, hier 40 Minuten wirklich exakt auch hier, also bei den hohen Temperaturen, 85 Grad haben wir ja darüber gesprochen, gehalten wird. Also optisch gefällt das Ganze sehr, sehr gut. Nimmt die Touchflecken übrigens sehr, sehr gering hier nur an. Gefällt gut. Es gibt aber auch einen Nachteil. Den möchte ich euch jetzt an der Stelle auch nicht verschweigen. Und zwar schreibt WMF rein, ihr sollt den Filter, dieser Plastikfilter, der meines Erachtens durchaus in die Spüle kann, das sehe ich so, und die Kaffeekanne händisch reinigen unter fließendem Wasser, steht da so schön. Heißt also, man lässt sich nicht drüber aus, ob ihr das in die Spülmaschine packen könnt, überlässt euch das. Ich würde es aufgrund des Chromanteils hier nicht machen wollen. Ihr könnt den Deckel zwar abmachen, der sitzt sehr straff, aber ich hatte ihn schon mal einmal abgemacht und auch wieder draufgeklickt hier. Ja, das geht, also Spülmaschine, damit das nicht querstellt. Aber auch dieses Querstellen schadet nicht. Ich lese immer so viel Quatsch, wo ich sage, der Deckel geht nicht an, kriege ich die Spülmaschine, nimmt mir so viel Platz weg. Leute, Deckel auf, so reinstellen, gut ist, aber ist wirklich empfohlen. Ja, heißt also händisch reinigen, das mal zum Thema. Und ihr seht hier, obwohl wir hier natürlich nicht ganz aufliegen, haben wir hier 71 Grad, was die Platte anbelangt. Ja, und das sollte den Kaffee wirklich über 40 Minuten hier konstant haben. Wenn ich das Ganze jetzt hier fest drauf drücke, dann seht ihr, sind wir schon bei 72, 73, ja, das geht 74, geht also hoch. Auch die Platte hier, das ist ja das, was auch bei vielen fehlt. Wo dann entsprechend die Platte hier einfach zu niedrig eingestellt ist und das Ganze dann an Temperatur verliert. Wir sind jetzt hier schon bei 78 Grad, ja, 79 sogar schon. Also, das hätte mir schon gereicht an der Stelle, weil ein bisschen Wärmeverlust, ne, gibt es natürlich immer auch, wenn ihr das Blatt runternimmt. So, hier, Leute, ja, Tendenz hier, 94 Grad hier, 100 Grad an der Stelle, also eine richtig heiße Platte, die das Ganze auch hier gewichtstechnisch hält, ja, weil hier geht natürlich Wärme verloren und so weiter und deswegen muss es unten eben halt ordentlich sein. Wie gesagt, mir würden auch 80 Grad reichen, aber hier, das ist natürlich hier zuletzt angezeigt, 111 Grad, hervorragend. Ja, Leute, von mir alle Daumen hoch, es passt alles mit der Maschine. Wer bereit ist, die Kaffeekanne hier mit der Hand zu spülen, der hat hier ein super schickes Teil mit Rundumbeleuchtung und so weiter und so fort. Okay, sehr beruhigt hier an der Stelle, sorry. Aroma und Kaffeestärkentechnisch stimmt das. Man braucht meines Erachtens sogar etwas weniger Kaffeemehl als bei anderen Maschinen. Das mal auch noch dazu. Spart natürlich über die Jahre dann auch noch ein bisschen was, ne? Und das Teil sieht edel aus, gut durchdacht, hier nochmal hier oben zu, hier Wasserbehälter, komplett einmal Deckel auf, ab und dann einfüllen. Wasserbehälter optional auch noch abnehmbar, wer es dann tatsächlich eben halt unter Wasserkran machen will. Einstellungen passen, Aromafunktion haben wir alles ausprobiert, Timerfunktion, Uhrzeit einstellen und so weiter. Entkalkung machen wir heute nicht, aber auch da gehe ich fest davon aus, dass das super funktioniert. Ja, tolle Maschine. Etwas hochpreisig aktuell, aber dafür natürlich auch, darf nicht vergessen, sind viele Chromteile dran, ne? Und es sieht klasse aus. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.